Missiles. Crate of Geological Analysis Tools. Magnetische Iron Bars. Coke Box of Feathers. Pearl Ash. Ah, das brauchen wir alles nicht. Buckets. Tools. Billion Contract. Billion Sheets. Nestbox. Moment, in dem Tutorial stand doch, was man unbedingt mitnehmen sollte. Ein Oszilloskop. Hey, wie ist das geschrieben? Findet er nicht. Okay. Digging Implements. Und sie schlagen vor, dass ich etwas Nickel mitnehme. Also einen. Kann ich Ohr mitnehmen? Stone. Weapons. Stone Metal Bars. Ne, da kann ich nur einen Nickel Bar mitnehmen. Oder nehmen wir zweimal mit. New Seeds. Steel Oak Acorns, Tree Acorns. Nehmen wir mal ein paar Tree Acorns mit. Ropeweed, Cobalt, Hidewood. Pigtail Spawns. Weil Untergrundpflanzen. Ein paar Plumpel mit Spawns, weil auch Untergrundpflanzen. Fungiwood Spores, Spore Tree Spores. Oh, da muss ich mal kurz nochmal nachgucken. Extra Content. Das war hier irgendwo. Planted Trees. Ich brauche Untergrund Trees. Genau, Underground Trees. Fungiwood könnte ich. Spore Tree. Und Crystal Tree. Glasthorn. Give Spikes in Herbalist. Give Scam in Herbalist. Netherbark Armor. Nether Cap. Okay. Quarry Bush Spawns. Heißen jetzt nicht mehr Rocknuts, lustigerweise. Na gut, dann nehmen wir Spore Trees. Mal 5 Stück und werfen die Tree Acorns raus. Ich hätte nämlich gern wieder meine Untergrundfarm. Pigtail, Plump Helmet. Wo sind die Sweet Pots? Genau. Dann brauchen wir noch. Wir haben Pigtail, wir haben Sweet Pots. Sind das hier alle? Ne, hier. Cave Weed. Ups. Nein. Da war ich zu hastig. So. Und was für Seeds haben wir hier noch gehabt? Bladeweed, Iron Park Acorns. Gucken wir noch mal kurz. Fungiwood, Crystal Tree, Shade Thorn. Aber nee. Ich glaube, ich nehme ein paar Fungiwood-Spores auch noch mit, so. Und den Rest packen wir wahrscheinlich. Wargreen Glass, Anthrazit, Brass Bars, Nickel Bars, okay. Die sind voll auf dem Öko-Trip irgendwie. Alles nur pflanzlich, gar nichts Fleischliches.
Deswegen nehmen wir ein paar Beeren zusätzlich noch mit und ein bisschen Wein. So, den einen Punkt in Sand. So, da verschwenden wir nichts. Weil Sand brauchen wir ja, um Glas zu machen und so weiter. Gnome sind okay. Fortress. Clear. Clear. Wir sind jetzt wieder da. Also, sehen wir die Tinkers? Ja, das klingt gut. E-Select. Das Dings. Ja, okay. Ja, wir sind die Mechanismen, genau. Der Mechanism. Fallhover. Okay. Und die Group. The Groups of Culmination. Ja, das klingt gut. Okay, dann embarken wir einfach mal und gucken, was passiert. After Long Journey, das kennen wir schon alles. So, das dauert jetzt mal wieder ein bisschen, bis er geladen hat. Jo, und wir sind da. Und wow, es ist wirklich ziemlich kliffig. Aber es geht weit hoch. Ist das Sand? Oder ist das Loam? Sandwall, sehr schön. Wir haben Sand. Da unten steht unser Karren. Und ja, und unsere Gnome sind bereit. Das heißt, ich würde mal sagen, wir graben hier einfach direkt, wo sie stehen, in den Berg rein. Und als Gnome scheren wir uns auch nicht so wirklich drum, einen ordentlichen Ein- und Ausgang zu haben, würde ich sagen. Oder wir machen es eins weiter oben. Nein, wir machen es hier. Wir verbreitern hier nur das ganze Ding etwas, ein bisschen. Dass wir... dass unsere Karawanen durchkommen. Also, minern wir mal. Und versuchen erstmal unseren Cursor zu finden. So. So, dass es von oben noch ganz normal aussieht. So. Und hier müsste die Mitte sein, ja. Das heißt, hier drei Reihen. Graben wir mal. Ein Stück weit. So. Ich habe mir vorgenommen, wir bauen jetzt unsere gesamte Befestigung, alles unterirdisch. Oberirdisch nur das Nötigste, was wirklich nötig ist. Und wow, guckt euch mal diesen Berg hier an. Also hier habe ich mir wirklich was richtig Hügeliges ausgesucht. Ja. Unser Resin werden wir ja irgendwie noch da reinkriegen. So, so wär's mal rein. Dann brauchen wir einen, der für uns Trees choppt. Oh. Oh, und seht mal, hier sieht das Wasser wieder ganz normal aus. Remove Designation war X. Auf der Seite wollte ich keine Bäume fällen, nur auf dieser Seite. Und dann will ich noch gerne Plant Gathering haben. So. Dann noch Designations, Stockpiles. Ein Food Stockpile, größeren. Hier. Und einen Wood Stockpile. Genau daneben, so. Zwerge, Gnome haben was zu tun.
So. Sieht da schon mal ganz gut aus für den Anfang. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir wollen weiter in den Untergrund. Noch ein Stück in den Untergrund. Also wird jetzt gechannelt. Channeln. So, drei Felder gechannelt. Das lassen wir die mal kurz machen. So, dann wird wieder... ja. Wir sind ziemlich weit... Nee, wir sind ziemlich mittig schon. Dann machen wir mal so einen Kreis channeln. So, dann channeln. So. Weil wie gesagt, um Verteidigung kümmern wir uns hier oben nicht. An der Oberfläche, sondern nur um Untergrund. Oh, und wir stoßen auf Stein? Grünstein? Mhm. Gut, das heißt, eigentlich müssten wir schon tief genug sein. Für unseren Festungszugang. Ja. Eigentlich schon. Ich gebe erstmal die Designation. Remove Ups, Down Ramps. Upstairs und Ramps, genau. Mach die mal weg, bitte, für mich. So. Und dann wird hier jetzt gemeinert. Und zwar erst einmal ein langer Weg. So, der dürfte reichen. Und dann kommt hier ein großer Raum. Genau. Ich habe hier, glaube ich, einen Fehler gemacht, oder? Ja. Das war eins zu viel des Guten hier. So, hier würde eigentlich ein großer Raum hinkommen. Jetzt muss ich mal gerade kurz eine Minute überlegen, wie ich das, mir das damals gedacht hatte, was ich machen wollte. Ah ja, ich weiß es wieder. Also, Designation removen. So, das sind dann Wände. Hier kommt dann die Brücke hin. Ja, und hier geht's dann weiter. Also das hier wird unser Festungseingang werden, unser richtiger Festungseingang. Ja, halt, so wollte ich das auch nicht machen. Doch, so ungefähr wollte ich das machen, aber... so. Da ist zu wenig Platz da. Also ja, die Idee war, dass hier dann zwei Wachtürme stehen sollen, wo meine Fernkampfgnome nachher sind, die da hier reinschießen können. Aber dann ist hier zu wenig Platz, weil hier müsste ich dann wegchanneln. Ich bräuchte hier mehr Platz in der Fläche. Na, die Fläche könnte ich ja größer machen, indem ich noch, sagen wir, drei hier hinzugebe. So. Dann wird hier halt gechannelt.
Und ich brauche hier gar keinen solchen Gang, merke ich eigentlich gerade, sondern es reicht ein schmaler Gang.